Hallo und herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Ich bin Alex und im vierten Teil der Stretching-Reihe zeige ich euch verschiedene Dehnübungen für die Brust- und Schultermuskulatur, die euch zum Beispiel den Handstand erleichtern können. Ihr seht wieder zu jeder Muskelgruppe aktiv-dynamische, aktiv-statische, passiv-dynamische und passiv-statische Übungen. Falls ihr nicht wisst, was das ist, schaut euch den zweiten Teil der Stretching-Reihe an. Eine gute Beweglichkeit im Bereich der Brust- und Schultermuskulatur ist wichtig, um den Armrumpfwinkel öffnen und somit gerade im Handstand stehen zu können. Bei dieser aktiven Dehnübung ist es wichtig, den Bauchnabel vom Boden zu lösen und nach oben zu ziehen, um die Position im Handstand zu imitieren und die Dehnung zu verstärken. Diese passive Übung kann von Fortgeschrittenen auch in einem schrägen Handstand an der Wand durchgeführt werden. Versucht auch hier wieder beim passiven Dehnen immer den Antagonisten mit anzuspannen, als würdet ihr die Dehnstellung durch die eigene Kraft verstärken wollen. Denkt wieder daran, dass ihr regelmäßig für einen langen Zeitraum dehnen müsst, um Ergebnisse zu erzielen. Das war vorerst der letzte Teil der Stretching-Serie. Wenn ihr Fragen zu anderen, zu dehnenden Körperteilen habt, dann schreibt mir. Ich freue mich wie immer über Abos, Likes und Shares und wünsche euch wieder viel Spaß beim Dehnen. Bis bald, Alex.